Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema kontinuierliche Verzinsung. Anders als in den bisherigen Videos werden wir uns also nicht anschauen, was passiert, wenn man die Zinsen einmal pro Jahr ausschüttet oder bei einer niedrigen Anzahl von Verzinsungszeitpunkten wie 4-mal oder 12-mal pro Jahr, sondern wenn wir das immer fortführen, so dass wir letztendlich bei einer kontinuierlichen Verzinsung ankommen. Und dafür starten wir einmal mit einem Gedankenexperiment. Wir überlegen uns, was passiert, wenn wir einen nominellen Zinssatz von 100%, also einer Verdopplung sozusagen des Kapitals, hernehmen und uns dann eine wachsende Anzahl von Verzinsungsterminen anschauen. Das heißt, wir betrachten hier unseren Aufzinsungsfaktor aus der unterjährigen Verzinsung 1 plus C durch K hoch K und das C ist in diesem Fall aber eben jetzt 1. Und das heißt, wenn wir einmal Zinsen zahlen, sind wir bei 1 plus 1 durch 1 hoch 1, also 1 plus 1 ist 2 hoch 1 ist dann gleich 2. Und wenn wir dann auf halbjährliche Verzinsung gehen würden, würden wir bekommen 1 hoch 1/2 hoch 2, ja, müssen wir uns ausrechnen, was da rauskommt und dann 1 plus 1/4 hoch 4 und so weiter. Und klar ist, dass wenn wir diesen nominellen Zinssatz festhalten, aber immer mehr unterjährige Verzinsungstermine haben, dass auch immer mehr unterjährige Zinseszinsen anfallen. Das muss also immer wachsen, weil wir auf immer kleineren Verzinsungszeiträumen, nicht nur einmal im Jahr, einmal pro Halbjahr oder einmal pro Quartal schon Zinseszinsen bekommen. Und das habe ich also hier in dieser Tabelle einmal zusammengetragen. Ja, also bei jährlicher Verzinsung haben wir eine Verdopplung des Kapitals. Bei vierteljährlicher Verzinsung sind wir schon bei einem Faktor von fast 2,5. Ja, macht also doch einen großen Unterschied. Bei monatlicher Verzinsung sind wir dann bei 2,613. Wöchentliche Verzinsung, wenn wir da sagen, das sind in etwa 52 Verzinsungstermine unter dem Jahr, würden wir dann schon bei fast 2,7 ankommen. Bei täglicher Verzinsung sind wir bei 365 Verzinsungsterminen und bei stündlicher wären es dann 8760 Verzinsungstermine unterm Jahr. Und wir sehen, dass auch tatsächlich dieser Aufzinsungsfaktor, der effektive Gesamtaufzinsungsfaktor immer weiter ansteigt. Aber der Anstieg fällt immer, immer kleiner aus. Das macht also, wenn ich es dann nochmal kleiner und nochmal kleiner mache, da kommt es nicht immer, immer mehr dazu, dass das über alle Grenzen hinaus anwächst, sondern es schmiegt sich so einer Zahl an. Und die, die sich vielleicht noch erinnern können an das erste Kapitel, wo wir uns mit der Exponentialfunktion beschäftigt haben, das schmiegt sich eben dieser Eulerschen Zahl e an. Die hatten wir genau als Grenzwert hiervon definiert. Also für k gegen unendlich konvergiert das gegen diese Zahl e und die ist ungefähr 2,72. Und das wird jetzt also als Grundlage verwendet, um auch mit einem kontinuierlichen Verzinsungsmodell zu rechnen. Und weil es dann irgendwann schon kaum noch einen Unterschied macht, ob ich Zinsen eben tagesgenau auszahle oder stundengenau oder sekundengenau, das ist dann für praktische Zwecke nahezu gleich. Und deshalb wird dann häufig mit dem Grenzfall eben der kontinuierlichen Verzinsung gerechnet. Und hier hatten wir natürlich auch ein besonders extremes Beispiel mit einem C von 1, von 100% Zinsen nominell pro Jahr. Das ist natürlich höher als das, was man in der Praxis in Wirklichkeit hat. Also wenn wir jetzt von einem nominellen Zinssatz C mit K-Perioden ausgehen, dann wäre also unser Aufzinsungsfaktor aus der unterjährigen Verzinsung 1 plus C durch K hoch K. Und wenn wir dann den Grenzwert dieser Folge betrachten für k gegen unendlich, konvergiert das gegen e hoch c.
Auf der vorigen Folie war das eben e hoch 1 oder die eulersche Zahl e. Und wenn wir hier das c noch mit drin stehen haben, dann bleibt das eben da noch im Exponenten auch drin stehen. Das heißt, wenn die Anzahl der Auszahlungstermine immer weiter ansteigt, dann schmiegt sich dieser Aufzinsungsfaktor dem Wert e hoch c an, den man dann eben den kontinuierlichen Aufzinsungsfaktor nennt. Und wenn wir den auch wieder q nennen, gleich e hoch c, dann können wir wieder alle unsere sonstigen Rechenregeln anwenden, die wir auch bisher verwendet haben. Schauen wir uns vorher noch ein konkretes Beispiel mit einem realistischeren Zinssatz an. Der ist immer noch sehr hoch, aber nicht mehr so extrem wie 100%. Wir nehmen jetzt mal hier nur 8% Zinsen nominell pro Jahr. Und was heißt das dann für unsere effektive Verzinsung, die wir erreichen? Naja, bei nur einem Verzinsungszeitpunkt am Ende des Jahres haben wir dann genau den Aufzinsungsfaktor 1,08, genau diese 8%. Bei quartalsweiser Verzinsung sind wir schon etwas höher, weil eben dreimal auch schon unterm Jahr Zinseszinsen angefallen sind und dann kommen wir bei 8,243% an. Und bei monatlich sind wir bei 8,3 und ein bisschen, wöchentlich 8,322, täglich 8,328 und stündlich 8,329. Und da sieht man schon, da tut sich dann irgendwann nicht mehr besonders viel. Und 8% ist eben immer noch ein recht hoher Zinssatz. Und das erklärt, warum man da in vielen Fällen, wenn man tagesgenau beispielsweise verzinsen möchte, kann man mit diesen Rechenformeln zur kontinuierlichen Verzinsung auch rechnen. Der Grenzwert, den wir hier rausbekommen würden, wäre also e hoch 0,08 und das wäre dann eben ein Aufzinsungsfaktor von 1,083287 und so weiter. Ja, wo ich also extrem nah an dem hier dran bin. Gut. Das heißt, die N-Wertformel für die Verzinsung im kontinuierlichen Fall ist im Prinzip genau dasselbe, was wir bisher auch schon immer gehabt haben. Kt ist gleich K0 mal Q hoch T mit dem einzigen Unterschied, dass Q gleich E hoch C ist. Und wenn ich dann E hoch C hoch T nehme, dann kommt da halt e hoch c mal t heraus. Also ich bekomme hier die Schreibweise als eine E-Potenz auch heraus, dass der Endwert gleich dem Anfangswert oder Barwert mal e hoch c mal t ist. Und weil wir eben hier eine kontinuierliche Verzinsung haben, wird anders als in den beiden vorigen Abschnitten zur unterjährigen und jährlichen Verzinsung häufig auch nicht k mit dem Subskript t und k0 mit dem k mit dem Subskript 0 verwendet, sondern man schreibt es als Funktion, um zu betonen, dass das eben eine kontinuierliche Funktion ist, dass k von t gleich k von 0 mal q hoch t ist. Man sieht aber auch diese andere Schreibweise. Aber wenn man hier mathematisch ganz sauber die Unterscheidung machen möchte, dann war es bisher im unterjährigen oder jährlichen Fall so, dass die Endwerte aus einer diskreten geometrischen Folge gekommen sind und jetzt im Grenzübertritt im stetigen Fall bei der kontinuierlichen Verzinsung haben wir die Endwerte als eine Exponentialfunktion. Macht aber zum Rechnen sonst keinerlei Unterschied. Dann tragen wir nochmal unsere Aufzinsungsfaktoren hier zusammen. Was sind die Fälle, die wir betrachtet haben? Die jährliche Verzinsung mit effektivem Zinssatz R, da haben wir den Aufzinsungsfaktor 1 plus R. Unterjährige Verzinsung K mal mit nominellem Zinssatz C war 1 plus C durch K hoch K. Und kontinuierlich auch mit nominellem Zinssatz C war E hoch C. Und das heißt, diese Bedeutung von dem C ändert sich, je nachdem wie groß K ist. Oder wenn es eben unendlich sozusagen ist, hat es auch nochmal eine andere effektive Wirkung. Das sind also diese drei Aufzinsungsfaktoren, die unterscheiden sich zwischen den Rechnungen. Ich kann sie aber auch immer äquivalent ineinander umrechnen, kann auf genau die gleichen Ergebnisse kommen, wenn ich möchte.
Und alles andere läuft jetzt aber komplett genau gleich zwischen den dreien. Wir haben also immer den gleichen Abzinsungsfaktor oder Diskontfaktor 1 durch Q, je nachdem, was das Q ist. Und dann haben wir unsere Endwert-Barwert-Formel. Wir können nach dem Aufzinsungsfaktor und nach der Laufzeit auflösen, genauso wie wir das in den vorigen Videos auch gemacht haben. Und da spielt es gar keine Rolle, wie das Q zustande gekommen ist, ob das eben jährlich, unterjährig oder kontinuierlich ist. Um zu zeigen, dass diese Unterschiede, die vielleicht bei einem Jahr Verzinsung recht subtil sein können oder recht subtil wirken können, dass die bei genügend langer Laufzeit dann aber doch eine substanzielle Wirkung haben, schauen wir uns hier einmal ein Beispiel an, wo wir den Zinssatz gleich lassen, aber nicht den effektiven Zinssatz gleich lassen, sondern einfach diese Werte, das R gleich 0,1 setzen oder das C gleich 0,1 setzen und dann einmal durchrechnen, was passiert. Und starten tun wir mit K0 gleich 1000 Geldeinheiten und verzinsen dann bis hin zu 30 Jahren. Also bewusst wählen wir jetzt hier nicht äquivalente Aufzinsungsfaktoren, sondern halten die nominellen Zinssätze gleich. Also wir haben einmal einen Aufzinsungsfaktor von nur 1,1, dann nehmen wir halbjährige Verzinsung, da haben wir dann 1 plus 0,05 hoch 2 und die stetige, die kontinuierliche Verzinsung e hoch 0,1. Und starten tun wir in allen Fällen mit 1000 und nach einem Jahr sind die Unterschiede zwischen diesen drei Verzinsungen in der Tat nicht riesig. Ich habe im jährlichen Fall dann halt 10% dazu bekommen, 100 Geldeinheiten an Zinsen aufgeschlagen bekommen. Bei halbjähriger Verzinsung sind es 102,5, habe also 2,5 Geldeinheiten mehr bekommen und im kontinuierlichen Fall sind es 105,2, also 5,2 Geldeinheiten mehr als im jährlichen Fall. Aber da kann man sagen, es ist immer noch vergleichsweise klein. Aber wenn wir das dann jetzt weiter laufen lassen, 2 Jahre, 5 Jahre und 10 Jahre, dann sind wir also hier schon bei 2594 knapp, 2653, also doch ein ganzes Stück weiter und 2718,3. Und wenn wir das Ganze dann sogar bis zu 30 Jahre weiterlaufen, sind es also 17.500 knapp, 18.700 oder sogar 20.100 knapp, die dabei herauskommen. Jetzt könnte man sagen, naja, wenn ich dann die Wahl habe, dann werde ich doch immer die kontinuierliche Verzinsung wählen. Aber so läuft es dann natürlich in der Praxis nicht, sondern die Bank lässt Ihnen vielleicht die Wahl, ob Sie eine jährliche Verzinsung oder eine tagesgenaue Verzinsung haben wollen. Aber die rechnet dann die Zinssätze schon richtig ineinander um und nimmt nicht einfach den nominell gleichen Zinssatz von 0,1. Hier zum Abschluss können wir uns auch noch grafisch anschauen. Also in allen drei Fällen entwickelt sich das Kapital auf diesem Sparbuch oder was es dann ist, exponentiell, aber die Wachstumsfaktoren sind hier gestaffelt, am höchsten im kontinuierlichen Fall, zweithöchsten im halbjährlichen und am niedrigsten im jährlichen Fall.